Moinsens, YouTubes und herzlich willkommen zurück zu Just Cause, natürlich. Genau, Just Cause. Wir wollen mit der Story ein wenig weitermachen. Bei euch ist die letzte Folge ja noch nicht so lange her. Ich glaube ein, zwei Tage oder so habe ich jetzt kein Video mehr gebracht von Just Cause. Aber bei mir ist es schon ein bisschen länger her. Denn ich habe ja immer ein bisschen im Voraus aufgenommen, sonst würde ich das gar nicht packen. Ihr seht ja momentan, ich habe zwar im Voraus aufgenommen, ich habe es nicht geschafft, euch durchgängig Folgen zu bringen. Dann sieht man, wie knapp das mit der Zeit bemessen ist. Aber naja, ne? Wir müssen irgendwo dahin nach hinten. 6,4 Kilometer ist ein ziemliches Stückchen. Salto. Ich hab irgendwie Bock drauf im Salto. Dadurch habe ich natürlich jetzt viel Speed verloren. Ich will wieder ein bisschen aufbauen hier. Dadurch, dass wir mal so ein bisschen uns ranziehen, bauen wir natürlich Mega Speed auf. Und durch das normale Rumfliegen ist das natürlich auch nicht so schnell. Also durch dieses immer wieder ranziehen ist natürlich mega schnell. Oh, es hätte aber auch schief gehen können. Wie weit das einfach ist, das ist krass. Wo kann man sich denn hier nochmal festhaken? Ich würde mich ganz gerne nochmal festhaken. Da geht doch. Oh, das ist mir ziemlich knapp, ey. Ich hab's hinbekommen. Ich fliege einfach gerade drauf zu, was soll's. Passt schon. So. Schön durch den Wald durch. Sieht schon krass gut aus, muss man schon irgendwie sagen, ey. Hätte auch wieder schief gehen können, aber ist es nicht. Na, ich glaube, so langsam sind wir irgendwann angekommen, aber ich glaube, hier sollte ich mich ein bisschen fernhalten, weil die Mauer hier ist, glaube ich, nicht so geil. Obwohl, hier haben wir, glaube ich, schon mal aufgeräumt. Wie es den Anschein macht. Wie es den Anschein macht, haben wir da schon mal aufgeräumt. Das ist schon mal schön. So. Hier drüber, oh, das ist ein See, das ist natürlich nicht so geil. Seen sind immer richtig kacke. Weil da muss man drüber kommen, sonst hat man natürlich komplett verkackt. Deswegen bin ich jetzt extra mal ein bisschen auf Speed gegangen und nicht auf... Oh mein Gott, da kommen Bäume. Jawohl, wie lange wir jetzt schon fliegen? Richtig gut, schon über 2 Minuten fliegen wir jetzt hier durch die Gegend. Richtig genial, was wir hier machen. Ranziehen. Oh, das wird kritisch. Shit, das war dumm. Dachte, wir kämen drüber, aber ich wollte das ein bisschen enger machen halt mal. Bisschen Spannung aufbauen und dann, nö. Verkackt direkt. Also lieber immer schön weit über dem Boden. Ich will das jetzt nicht tun, aber ist egal. Ist lustiger so. Viel lustiger so einfach. Jawohl, wir sind gleich da. Jawohl, wir haben es gleich geschafft. Also irgendwo unter uns, ne? Ich weiß, dass das irgendwo unter uns ist. Und da sind wir in der Feldschlucht irgendwo. Ja, da unten ist es irgendwo, wo wir hin müssen. Hä? Okay. Die mussten jetzt da irgendwo hin, aber da kommen wir nicht rein. Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Tunneleingang oder sowas. Kann natürlich sein. Gucken wir einfach mal hier rum. Hier sieht es auch nicht danach aus, ne? Verdammt, und ich verliere das Speed. So. Ah, war ein bisschen zu krass. Wir müssen irgendwie da runter oder was? Was ist? Ach, wir müssen nicht da runter. Ich hab meinen Punkt nur kacke gesetzt. Ich wollte gerade sagen, das kann ja nicht sein, dass wir da irgendwie runter müssen. Wegpunkt löschen.
Ja, wir müssen zu dem... Ah, mein Gott, ich bin voll falsch geflogen. Was sagen, wie können wir noch nicht, wir können noch nicht in den Berg rein? So, chilliger. Jawohl. Was? Aua. Shit, 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 shit. Oh mein Gott, hat funktioniert. Plupp, und da sind wir. Nice. Wir konnten aber nochmal schießen. So ist das natürlich hier. Achso, das ist ranziehen. Alles klar. Und das war schießen dann. Das war schießen. Okay, alles klar. Das war Waffe wechseln. Ist nur noch an die Steuerung ein bisschen gewöhnen. Hat die gerade... Nee, hat sie nicht, oder? Lass es krachen, Rico. Nicht gesagt, ich soll es krachen lassen. Aus dem Weg. Hat gekracht. Wo ist sie hin? Ah, Munition. Wollen wir aber nicht. Wir wollen nämlich diese Mission hier machen. Die werde ich jetzt auch auf jeden Fall komplett schaffen. Also, ich wette, ich bin jetzt gerade voll fokussiert auf das Spiel. Komplett. Mario? Rico, was tust du da? Kannst du damit aufhören? Gebaut haben, sage ich, eines Tages wird Mario Frigo ganz oben auf dieser Mauer stehen und direkt über den Rand der Welt pissen. Du warst schon immer ein Träumer, Mario. Ich habe das schon dreimal gemacht, seit wir hier sind. Versuch's doch auch mal. Falls die Ravello hinter uns her ist, werden seine Truppen nicht lange auf sich warten lassen. Was macht sie denn Rico, hier? Rico, versuch du doch mal, Rosa Manuela etwas auszureden. Rico. Hier draußen ist es zu gefährlich für Sie. Ich bin sowohl Symbolfigur als auch Anführer, das verstehen Sie sicher. Nein. Deswegen zerstören Sie doch auch Statuen und befreien unser Land von Diravellos Propaganda. Und was, wenn Diravello sie stürzt? Von Ihnen haben wir keine Statuen. Naja, also, darf ich mal? Ich habe einen Freund, der ist Bildhauer. Mario, bring sie zurück. Was ein Spasti, ey. Was ein Spasti. Okay, also er ist kein richtiger Freund, aber ich kenne ihn aus einem sozialen Netzwerk. Ja, genau, ey. Ich kenne ihn aus einem sozialen Netzwerk. Was ein Spasti. Ich werde auf jeden Fall nach der Folge mal die Auto checken, ob die so okay ist. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass da mein Fokus halt irgendwie ein bisschen im Eimer ist. Mein Audio-Interface. Rico, wir sind wieder in der Höhle. I hope so. Habe ich keine Sniper? Ich kann gerade nicht. Sorge dafür, dass der Nachschub nicht beschädigt wird, Rico. Die Rebellen brauchen diese Ausrüstung. Was? Treff nix. Ciao. Andere Waffe. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Du da? Du hörst damit bitte auf. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Was? Der Wagen ist nicht hochgegangen? Wollte ich verarschen? Hallo? Was soll das denn? Wagen geht ja auch mal hoch irgendwann mal. Einzelne Leute kann ich ja locker ausschalten mit dem Helikopter, aber Wagen kann ich nicht ausschalten, oder was? Oh, da ist ein Helikopter hochgegangen. Das war ich noch nicht mal. Aber es ist gut für mich. Wie das halt keinen Schaden macht, ey. Ja, du machst mehr Schaden, ne? Du machst mehr Schaden. I think so. Hi. Ich bin ganz gerne einsteigen kurz. Kann ich mit dem Ding irgendwie. Ich kann mit dem Ding gar nicht schießen, oder? Ne, dann nicht. Tschüss. Lol. Wir sind weggebounced. Okay, nachladen, Leute. Die kommen bald wieder.
Okay. Wie sitzt euch da eigentlich echt nicht schlecht bis jetzt, ey? Ah, die muss ich jetzt wegsnipen, das wird schwierig. Feindliche Helikopter im Anflug. Ah, das sind Helis. Ach, das wäre ein Fallschirmspringer gewesen. Wo sind die Flugabwehrgeschütze? Wo sind die? Das fragt West, das fragt Ost. Wo sind die Flugabwehrgeschütze? Nee, Auto wollte ich jetzt nicht rein. Mann, wieso wird mir das nicht markiert? Das ist doch kacke. Egal, nee, machen wir das anders. Machen wir es halt anders. Oh, der war gezielt. Ciao. Ich hab meinen eigenen Flugabwehrgeschütze, ja? In meinem Helikopter. Ich treffe die natürlich überhaupt nicht. Doch, da habe ich einen, jawohl. Jawohl, da habe ich noch einen. Ja, nice. Nice. Meiner lebt aber auch nicht mehr ganz so. Vielleicht einen neuen besorgen. Mal kurz vielleicht den hier einmal kurz machen, ein bisschen hochfliegen, aussteigen. Ich kann den mal eben ranziehen. Wenn wir in den reingehen. Los, geh doch da rein. Dankeschön. Wir haben sie abgewehrt. Ciao. Easy going. Ich habe noch kein bisschen was an Leben verloren, ey. Danke für die Helikopter, die ihr mir immer liefert. Jets, okay. Jets werden, glaube ich, ein bisschen kritischer. Jawohl, einen habe ich. Fuck, der andere kommt durch, Muss man ziemlich voraimen, mit dem man trifft. Trifft ihn gar nicht, ey. Ist ja grausam. Da sind noch ganz viele andere kleine Gegner, oder kann das sein? Ich sehe es gerade auf der Map, da sind irgendwie ganz. Ja, da sind noch ganz viele kleine Gegner. Die sollen da auch mal nicht mal sein. So, zack, 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 weg mit euch. Warum stirbt der eine nicht? Das gibt's doch nicht. Da, jetzt ist der eine auch tot. Chat, geh weg. Und dieser eine Jet, der regt mich ein bisschen auf, ey. Und meine Fracht Ost ist ziemlich gut getroffen, der eine Jet. Ich treffe auch nichts, der gibt's doch nicht. Hiermit kann ich auch noch. Ach so, das kann ich auch noch schießen, das wusste ich gar nicht. Naja, Hauptsache ich treffe jetzt irgendwann den Jet mal irgendwie. Ich bin so genau auf seiner Flugbahn, gibt's da nicht. Nicht getroffen. Schon ein bisschen sinken. Komm, ich bin so schlecht, ey. Fliegen alle dran vorbei, die scheiß Raketen. Was ist mit diesem Jet, ey? Der ist auch nicht zu treffen oder so. Bin zu schlecht dafür, Mann, oh, komm schon. Hat das ja wieder seine Kurve gedreht. Ich versuche jetzt mal auf seine Höhe zu fliegen oder so. Dass ich ihm jetzt genauso gegenüber bin. Treff ihn nicht, das gibt's doch nicht. Wie kommt ihr denn da bitte durchkommen? Da jawohl. Da ist er down. Was? Zur Hölle. Du Assi, du. Was ist mit dem Helikopter los? Lol. Wieder zwei neue Jets, ja genau. Ich bin schon gegen einen Jet nicht wirklich angekommen.
auf deren Höhe, glaube ich, am besten. Dann müsste es vielleicht gehen, hoffe ich einfach mal. Dann irgendwie ausschalten kann. Ich fliege auch mal höher, das ist kacke. Mist, da gibt's nicht, ey. Ich komm, ich steig mal aus. Vielleicht treffe ich sie dann besser. Wow. Ach komm schon. Können wir nicht anvisieren oder so? Da kann man nicht einfach mal in die Helikopter, in die Jets einsteigen oder so? Das wäre natürlich auch praktisch. Wenn man irgendwie gefasst kriegen würde. Jawohl, einen habe ich. Nice. Komm, steig ein. So macht man das, du Wichser. Wo ist der andere? Da war er, scheiße. Hoffen. Aber ich steig mal kurz wieder aus. Komm, steig aus. Das Auto komplett aussteigen, dankeschön. Oder sind sie weg? Ne, da ist noch einer, ne? Das ist auf jeden Fall noch einer, aber den kriege ich jetzt aber. Oder krieg ich den? Ja, so wird's gemacht, du Pizza. Nice one. Da haben wir ihn doch. Und aussteigen. Eject. Noch irgendwo was, ne? Oh, fail. Oh, fail. Da unten ist irgendwie noch was. Was zur Hölle? Was macht das denn da unten? Sie haben Sino, haben seine Zelle gesprengt und ihn mitgenommen. Sie sind mit dem Helikopter unterwegs zu dir, Rico. Verdammt, das war ein Ablenkungsmanöver. Rico, geh auf die Mauer. Rico, geh auf die Mauer. Okay, mach ich. Geh auf die Mauer. Jo, ich bin auf der Mauer. Was soll ich jetzt auf der Mauer machen? Mensch, sag mir doch, was ich jetzt auf der Mauer machen muss. Hi. Also schön, Rico. Jetzt gibt es nur noch uns zwei. Wieso macht er nicht einfach Enterhaken und klotzt die zurück? Fertig ist? Ja, genau. Er hätte einfach mit dem Enterhaken in sich dranhängen können, ne? Aber nein, er muss es schwierig machen. Aber ob wir das schaffen, sehen wir in der nächsten Folge. Ciao, ciao!